Was ist Ängstlichkeit? Ängstlichkeit ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die auch relativ stabil ist. In Ängstlichkeit unterscheiden sich Personen und Ängstlichkeit besteht aus zwei Komponenten. Wenn eine Person eine hohe Ausprägung in Ängstlichkeit hat, gerät sie schneller in eine Angstsituation als eine Person mit einer geringeren Ausprägung. Das Angsterleben kann intensiver sein und es werden mehr Situationen als bedrohlich empfunden. Das heißt, da unterscheiden sich niedrig- und hochängstliche Personen in dem individuellen Gefühl von Angst, aber auch in der Einschätzung der Situation. Jemanden, der also sehr niedrig ängstlich ist, wird viel weniger Situationen als bedrohlich empfinden als jemand, der hochängstlich ist. Die Ängstlichkeit ist das Persönlichkeitsmerkmal, der Zustand, in dem sich jemand befindet oder befinden kann. Das ist die Angst, das heißt, ich bin in einem Angstzustand, aber ich habe eine hohe oder niedrige Ausprägung in Ängstlichkeit. Das müssen wir sehr genau unterscheiden. Diese Persönlichkeitseigenschaft ist relativ stabil. Natürlich nicht so stabil wie andere Persönlichkeitseigenschaften, wie die Intelligenz, Extraversion oder Gewissenhaftigkeit. Sie ist weniger stabil, weil das natürlich auch sehr stark durch Erfahrungen geprägt ist. Das heißt, wenn ich sehr oft in angstauslösenden Situationen bin, die ich nicht bewerkstelligen kann, die ich nicht bewältigen kann, wird natürlich auch die Ausprägung an Ängstlichkeit höher sein. Das heißt, relativ stabil bezieht sich dann auf einen enger umgrenzten Zeitraum, als wir das bei anderen Persönlichkeitseigenschaften halten. Nicht genau aufgeklärt ist, wie hoch die genetische Komponente ist, wie sich die Sozialisation auswirkt. Es gibt ja sehr viele Überlegungen dazu, dass gerade elterliches Verhalten in dem Bereich eine sehr große Rolle spielt. Das ist nicht restlos aufgeklärt. Insofern kann man keine einfachen Hinweise geben, wie man damit im Bereich der Sozialisation umgehen sollte, um mutige und starke Kinder und dann später Erwachsene zu haben. Das gibt die Forschungslage nicht her. Wichtig ist aber, auf dieses Konstrukt drauf zu gucken, weil Angst ein extrem starker Motor des Verhaltens ist. Das heißt, wenn ich Angst habe, treten zwei Sachen ein. Zum einen, ich bevorzuge oder vermeide bestimmte Situationen, ich habe eine bestimmte Art, damit umzugehen und in der Regel ist Angst auch ein Tabuthema, wenn es sich nicht gerade um existenzielle Aspekte handelt. Also viele würden zugeben, dass sie vielleicht Angst vorm Zahnarzt haben oder Angst vor Risikosportarten haben, Angst sich zu verletzen, das können viele Menschen zugeben, aber wenige Menschen würden zugeben, dass sie Angst haben, vor einer Gruppe zu sprechen oder Angst haben, als Führungskraft ein Mitarbeitergespräch zu führen oder Angst haben, über sich selber zu sprechen. Da eiert man dann mehr rum und das ist auch der Aspekt, dass Angst ein sehr starker Motor für das Aufsuchen von Situationen und Vermeiden von Situationen ist, aber selten explifiziert wird.